Heute geht's um diese grauen Kästen. Diese grauen Kästen habt ihr vermutlich häufiger schon beim Spazierengehen gesehen. Sie spielen in unserem DSL und in unserem Kabelglasfasernetz eine wichtige Rolle. Im DSL-Netz nennt man diese grauen Kästen Kabelverzweiger oder auch kurz KVZ. Dort wird das Signal auf die Kupferdoppelader übertragen und kommt so in die Haushalte rein. Im Kabelglasfasernetz sprechen wir zum einen von Fibernode. Dort wird das Signal, das optische Signal vom Fiber auf das elektrische Signal im Koax umgewandelt. Und es gibt die Verstärkerknoten. Dort wird das Signal nochmal deutlich verbessert und verstärkt, sodass wir heute auch schon in der Lage sind, 22 Millionen Haushalte mit dem Gigabit zu versorgen.